Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenblatt auf unserem Kanal. Und ich habe euch heute wieder was von Lego City mitgebracht, nämlich eine Neuheit von Januar 24, der Autotransporter mit dem Rennwagen. 328 Teile für 29,99 sind 9,1 Cent pro Stein. Ist ein strammer Preis, aber ist völlig im Rahmen. Wir sind unter 10 Cent pro Stein, von daher gucken wir uns das Set doch mal an, ob es tatsächlich was taugt. Hier haben wir einmal den Karton. Wieder ein typisches City-Design. Auf der Rückseite finde ich ganz cool mit der Garage hier angedeutet. Hier sieht man noch ein paar Details mit den Funktionen, was die alles so können. Genau. Wir haben ein paar Ersatzteile wieder. Jedes einmal eins Teil ist dabei und wir haben zwei Anleitungen. Das ist ganz cool gemacht. Also wenn ihr zu zweit das Set bauen wollt, der eine baut den Truck, der andere baut den Wagen. Das ist ganz cool. Der Wagen ist ein bisschen dünner, der Truck ein bisschen dicker. Genau. Wir haben noch Sticker. Die halten sich in Grenzen, sind ein bisschen Optik. Na, also wenn ihr diese Rennstreifen hier drauf haben wollt, dann braucht ihr die Sticker. Ansonsten haben wir noch, ja, alles andere sind tatsächlich Prints. Also alles, was tatsächlich mit Rennstreifen und hier hinten am Heckspoiler das Logo zu tun hat, das sind alles die Sticker. Genau. Wie gesagt, ist ein 6-Plus-Set. Erwartet keine Luftsprünge. So sieht es aus. Also Stein für Stein. Genau. So, fangen wir mal mit den Minifigürchen an, ne? Bevor wir uns den dicken Mobilen hier zuwenden. Wir haben eine Rennfahrerin dabei, die finde ich richtig cool. Die hat auch wieder diese Rasterzöpfe, das finde ich besonders geil. Die Frisur gefällt mir, sie hat kein Wendegesicht. Dafür bringt sie aber einen Helm mit. Ne? Rennfahrer brauchen Helme. Wieder mal das gleiche Thema, was auch bei den Speed Champions ist. Da spart Lego momentan echt krass dran. Schwarzer Helm, keine Bedruckung drauf, richtig schade, weil das wäre nochmal ein Highlight gewesen, hätten sie in dem Stil, auch vom Rückenprint hier, da irgendwie so ein bisschen den Helm gestaltet. Das würde ich cool finden, ne? Aber ja, muss man leider drauf verzichten. Wie gesagt, sind kleine Details, aber sowas finde ich immer ganz cool. Genau, hinten halt nochmal dieses komische, ich glaube, das soll so eine Art Wolf sein, oder? Nee, es ist so ein Greifvogel. Ein Greifvogel ist das, das finde ich ganz cool. Und da haben wir dann das Logo dazu. Dann haben wir einen Truckfahrer. Hat natürlich auch kein Wendegesicht, weil er ja so einen knappen Hut auf hat. Er hat so ein Schirmhütchen auf und er hat auch das Logo vorne auf seiner Jacke. Finde ich ganz cool. Bei ihm leider keine bedruckten Beine. Ja, bei ihr. Ne, da haben wir auch keine bedruckten Beine. Stimmt, das sind keine bedruckten Beine, nur bedruckter Oberkörper. Und genau, so sieht es bei ihm aus. Das sind die beiden Minifiguren, die ihr bekommt. Ich finde die ganz schick. Sind auf jeden Fall ganz cool. Gerade ihre Friese macht einfach immer wieder Spaß. Genau. So, gucken wir uns einmal den Rennboliden hier einmal an. So sieht er aus. Ja. Ich finde, er passt ganz gut zur Autowerkstatt. Da, ich glaube, da sehe ich den bei mir auch, dass der mit in der Autowerkstatt steht. Gerade der Autotransporter, der passt da auch echt gut zu. Und wie gesagt, hier haben wir einmal die Sticker. Die sind auf beiden Seiten. Die sind auf so einer 1x4 Teil drauf. Hier oben auf dem Dach ist ein Sticker. Und wie gesagt, hier hinten nochmal am Heckspoiler auf beiden Seiten sind dann noch mal, ist nochmal das Logo zu sehen. Genau. Relativ einfache Bautechnik. Ich gucke mal, ob ich das hier mal lösen kann. Ihr baut im Prinzip nur so einen viereckigen Block. Und da habt ihr dann eine Brick Modifier, ein Brick Modified vorne dran. Jetzt muss ich den nur wieder richtig draufstecken. Und dann steckt ihr einfach dieses Frontelement drauf und dekoriert nochmal so eine mit so kleinen Slopes. Einmal hier vorne die Front. Und das war's auch. Wir haben einen dicken Motorblock drin. Der ist, also man könnte den ausbauen, wenn man denn möchte. Kann man den Motorblock einfach rausnehmen. Dann hat man den hier. Könnte man eventuell mal gucken, ob es in der Autowerkstatt vielleicht noch andere Motoren gibt, die man da einbauen kann. Das finde ich ganz schnieke. Aber dieses Modulare mit den Stoßstangen, das vermisse ich hier ein bisschen. Das wäre nochmal ganz cool gewesen, hätten sie das hier weitergeführt. Dann hätte man nämlich diese beiden, also dieses Auto, wirklich zur Autowerkstatt hinzufügen können. Das wäre nochmal ein richtiges Highlight gewesen. Von hinten, ja, kann man machen. Ist jetzt wirklich sehr schlicht und einfach. Dicke Schlappen drauf, ja, also ganz normale City-Reifen. Und ganz cool ist die Bautechnik hier hinten. Das ist mit diesen komischen... Na, versucht doch mal einen abzukriegen. Das sind diese kleinen Mini-Spoiler, die man da hat.
Und da sind halt drei Stück dann hintereinander aufgereiht und dann kriegt man halt diese coole Form. Den Spoiler kann man auch bewegen. Ja, also man könnte ihn auch einfach flach stellen, man könnte ihn auch ein bisschen anwinkeln, je nachdem, wie man die Luftwiderstand braucht. Innen drin nichts los, man kann auch durchgucken. Ja, hier unten sind zwei Löcher, man kann voll durchgucken. Also, ja, hätte man auch noch ein bisschen was machen können. Hier ist ganz wenig bunte Steine verbaut, also wirklich ganz wenig. Man sieht jetzt auch kaum noch was, das sind tatsächlich nur noch die Farben, die man jetzt tatsächlich braucht. Hier vorne ist man so ein ganz bisschen unten drunter, ansonsten geht das eigentlich. Ja, das zum Rennwagen. Ich finde ihn ganz gut getroffen, schade, dass er dieses Modulare nicht hat, dass man Front- und Heckschürze irgendwie austauschen kann, das wäre nochmal cool gewesen. So, jetzt kommen wir mal zum Kern. Ne? Also das ist ja wirklich so, warum man dieses Set eigentlich haben will. Es ist ein Autotransporter und es könnte aber auch ein Renntruck sein. Und das finde ich ganz cool, weil der hat echt coole Schlappen drauf. Ne? Also richtig coole Schlappen. Ich versuche den mal abzukriegen. So, die sind auf so weichen, weißen Technikachsen drauf. Und wie bei den Speed Champions haben die eine Felgenabdeckung. Ja, also hier haben wir einmal die Felge und dann kann man die hier auf die Felge so draufklipsen und dann kriegt man hier so einen richtig dicken Rennreifen drauf. Finde ich optisch einfach genial. Und die packt man dann einfach hier rauf, die dicken Schlappen, wenn man dann treffen würde. So, und dann sieht der Wagen mega aus. Ich finde, der ist wirklich sportlich, der passt auch super gut zu denen. Also die sind wirklich sehr gut designt und gestaltet. Und das hier auf den Reifen sind tatsächlich, die sind geprintet. Ja, das finde ich ganz cool. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Hier vorne ist noch ein Sticker versteckt. Da ist einmal das Logo wieder zu sehen und natürlich hier die hier. Das hatten wir ja schon bei der Autowerkstatt gesehen, diese abgerundeten Steinchen. Da geht der Sticker irgendwann wieder in die gerade Position zurück. Ich hoffe, dass es hier nicht passiert, weil die Autowerkstatt ist auch schon, glaube ich, ein halbes Jahr älter. Von daher müssen wir mal sehen. Genau. Und dann können wir das Dach einmal abnehmen mit den beiden Schornstein hier, das ist alles mit Flat Tiles gemacht, das ist ganz niedlich gemacht, coole breite Scheibe auch vorne drauf. Wir können aber nur einen Fahrer reinsetzen. Genau, der Rest ist nämlich mit Fliesen gedekoriert, also von daher, ja. Wir haben eine geprintete Armatur vorne im Cockpit, das ist noch ganz nett. Und ansonsten ist es recht schlicht und einfach gehalten, weil die Hauptfunktion ist nämlich das hier. Dass ihr das aufbocken könnt. So, hier unten ist so ein Technikarm, der hebt das dann einfach alles hoch und den könnt ihr dann auch ein bisschen erhöhen. Ja, also das muss jetzt nicht immer runter, aber so könnt ihr den hier reinsetzen und dann hält er. Hier oben sind noch so kleine Dachelemente, Dachelemente drauf, damit der Wagen tatsächlich nicht davon fährt. Das ist ganz cool gemacht. Der ankert sich dann hier hinten in den Rahmen rein, vom Radkasten, da ankern die sich rein und dann sind die fest. Das ist eine ganz coole Nummer. Problem ist jetzt nur, ich habe das ja auch versucht zu bespielen, also das Spielset ist toll, aber das ist ein bisschen steil. Jetzt komme ich hier mit meinem Rennwagen an, ja. Die liegen ja sowieso schon so tief, da komme ich gar nicht rauf. Das heißt, ich muss den eigentlich per Hand anfassen, denn, ne, dann schiebe ich hier erstmal, haue ich mir hier vorne die ganze Frontschürze, haue ich mir ab. Dann muss ich über den Bübbel noch rüber. Und jetzt habe ich Reifenkontakt. Hier habe ich erst Reifenkontakt. Und dann ist der Reifen aber in der Luft. Also wenn ich an der Position bin, habe ich auf allen vier Reifen keinen Bodenkontakt mehr. Das ist ein bisschen schade. Ja. Und hier hakt er auch. Also man kriegt den wirklich nicht wirklich hier rauf. Man muss den rauf schieben. Dann hakt er ein und dann kann man ihn draufpacken. Da hätten sie noch mal so zwei Stangen mit liefern sollen. Ich hatte mal so einen Autotransporter aus den 90ern. Da waren noch diese langen, das waren so Gitterstangen. Und die konnte man hier hinten einfach draufklippen. Und dann konnte man den ein bisschen anwinkeln und dann hat man hier eine längere Auffahrt gehabt. Und das sah einfach eleganter aus. Ja, also dieser Winkel wäre eigentlich ganz gut gewesen. Dann hätte das geklappt. So klappt es nicht. Das ist ein bisschen schade. Da hat jemand nicht zu Ende gedacht. Einfach zwei so eine
langen Schienen hier mit beipacken, die kann man hier ranklippen, die kann man ja auch meinetwegen irgendwie hier unten drunter versenken, da ist ja noch genug Platz im Prinzip. Na, also einfach hier unten drunter und schon ist das gelöst. Ne? Schade, da hätte man wirklich ein bisschen mehr draus machen können, weil diese langen Dinger, die waren echt super. Ne? Und die konnte man einfach unten drunter in den Truck rein versenken und dann waren die weg. Das hätte man hier auch locker noch mit reingekriegt. Ja, das wäre schön gewesen. Aber so sieht er ganz cool aus. Ne? Also mir gefällt er. Guckt auf jeden Fall nach Angeboten. Ich habe den jetzt für ein 20 bekommen. Ja, also nochmal 10 Euro runter. Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz gutes Angebot. Manchmal fallen die sogar noch weiter runter. Das ist einfach der Hammer. Also von daher guckt auf an nach Angeboten 30 Euro. Obwohl wir ja schon bei 10 Cent pro Stein, aber 9 Cent pro Stein jetzt sind. Könnt ihr noch günstiger kriegen. Das auf jeden Fall gesagt. Ne? Und das Set macht auf jeden Fall Spaß. Auch wenn die Funktion hier hinten so ein bisschen, naja, ist. Aber auf jeden Fall. Es ist ein schönes Spielset. Und für die Autowerkstatt eine tolle Ergänzung. Das muss man schon mal sagen. Also für die Autowerkstatt, da passt das auf jeden Fall gut rein. Und von der Größe auch. Also ich habe die mal nebeneinander gestellt und die sind top. Den kann man auch super in der Autowerkstatt irgendwie gut gebrauchen. Also von daher, von mir kriegt das Ding eine Kaufempfehlung. Ich finde es cool, gerade weil ich auch auf Auto stehe. Dann macht das ja auch noch mehr, umso mehr Spaß. Und die anderen Autos, ich habe es jetzt nicht probiert, ob die hier raufpassen. Aber dann kann man ja einfach diese Dinger, die haben hier vier Noppen, ne, kann man die einfach ein bisschen versetzen, dass es mit dem Radkasten wieder passt. Und dann könnt ihr auch andere Autos drauf. Das ist natürlich auch eine schicke Sache. Genau, das ist der Autotransporter mit dem schnieken Rennwagen. Und ja, schönes Set. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Was haltet ihr davon? Ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Also ich finde es ganz cool, dass dieses Thema so ein bisschen mit Tuning und Auto und so Rennmobilen in City so ein bisschen aufleben lassen wieder. Das gefällt mir ganz gut. Und von daher, schreibt mal eure Meinung rein, was ihr davon haltet. Vergesst das Abo nicht, falls ihr es nicht schon getan habt. Und mehr habe ich leider gar nicht mehr zu sagen. Also, ne, schreibt es rein, abonniert uns und dann sehen wir uns zum nächsten Wochenblatt wieder. Macht es gut. Bis dann.